people don't have to be just one thing, you know? And like you can grow, and I'm in my 30s now and I'm not the same person I was 4 months ago. Unglaublich, haben auch diese Stars sich krass verändert. Yeah, I went crazy. It has to be two names. It has to sound commercial. I'm in a really, really great place in my life today. Freedom. Nummer 1, Shawn Mendes. There's nothing holding me back. Be my sweetheart. I gave my time for 2 or 3 nights and I put her on pause. Wer hätte das gedacht, dass man mit 6 Sekunden langen Weinvideos zum absoluten Weltstar aufsteigen kann? Follow me on Instagram and Twitter. I like to post random shit. I really hate winter. Thank you, Vine. Did Vine change your life? It did, really. When it comes down to it, it did. I'll be a soldier. Er war damals ziemlich clever, da er eine klaffende Marktlücke entdeckt hat. At the time I was like, in my head I was like, wow, I have not seen one Vine of someone singing. Da ist es auch nicht verwunderlich, dass der Erfolg sprichwörtlich über Nacht hereingebrochen kam. I woke up in the morning, I had like 10,000 likes and I had 10,000 followers and I was sort of just like, what the heck just happened? Like, why do I have 10,000 followers and 10,000 likes? It was like an overnight Vine explosion sort insane. Of thing. Yeah, I went crazy. Lately I've been losing sleep. Dreaming about the things that we can be. Baby, zuerst konzentriert er sich komplett auf Coversongs, wie seine Idole auf YouTube. Started posting covers because I loved like watching covers. I was like, hey, like I want to do that. Let's post covers. I've been walking in the same way as I. Wie konnte er, obwohl er nur ein normaler Schüler war, in so kurzer Zeit so erfolgreich werden? Ignorance. I mean, I always say like ignorance was my key to success at the beginning. Around my hometown, memories are fresh. Wer hätte ahnen können, dass er genau wegen dieser Unbedarftheit seinen Idolen schon ganz nah auf den Fersen ist? Aber irgendetwas hat gefehlt, um ein wahres Unikat zu werden. Now that I've started writing my music, there's nothing beats it. Something big, I feel it happening. Das kann man wohl Veränderung nennen. Bei einem so heftigen Gesamtpaket musste er einfach einen Plattenvertrag bekommen. Oh, oh, oh. Aber jetzt fängt seine Verwandlung zum Megastar gerade erst an. After, you know, 2 years of non-stop touring and practicing and singing and experience, this is what came out of me. So kennen wir ihn. Reif, charmant und der beste Boyfriend, den man sich vorstellen kann. Und bei seinem Talent ist Musik erst der Anfang. Let life take me where it wants to take me. You know, I want to do acting, I'd love to do more modeling. Hat er sogar schon seinen eigenen Duft. Was für eine krasse Entwicklung. There's nothing holding me back. Nummer 2, Demi Lovato. So einen Werdegang hat man in Hollywood doch schon öfter gesehen. Vom Filmstar zum Pop-Superstar. Und immer wieder ist es Disney. Wie schon bei Selena schafft Demi den Durchbruch dort und darf sogar das Lied singen, das später zur Ikone werden sollte. Let it go, let it go. Als Hauptdarstellerin spielte sie in der Filmreihe Camp Rock eine Außenseiterin, die in einem Casting-Ferienlager ihr Selbstvertrauen gewinnt. Du fährst ins Camp Rock! Ich wollte nur einmal dazugehören und beliebt sein. Mit Demi Lovato, Camp Rock. Das wird sinnbildlich für ihre eigene Karriere. Sie soll immer perfekt sein. Das aber macht sie krank. So sehr, dass es ihr eine lange Zeit richtig schlecht geht. When you share your story and when you're honest with people and you are open about the things that you've been through and your trials and tribulations and what you've overcome, you can actually help people get through their troubles as well. Aber zum Glück hat sie alles überstanden und hilft jetzt sogar anderen bei ihren Problemen. I'm in a really, really great place in my life today and they might not be and I'm sorry that I'm not sorry about that. Also die besten Voraussetzungen, um ihr neues Album Tell Me You Love Me zu machen. Nummer 3, Luis Fonsi. This
despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Wer hätte gedacht, dass der Newcomer Luis Fonsi eigentlich gar keiner ist, sondern ein alter Hase? When I signed my first record deal 20 years ago, some A&R, you know, mastermind said, your name can't just be Fonsi, it has to be two names, it has to sound commercial, it has to be Luis Fonsi. Fonsi! In Südamerika schon seit vielen Jahren ein Megastar, schafft er mit Despacito auch den internationalen Durchbruch. It wasn't like I got into a meeting, I was like, how do I break the American market? And it was never that. Und dann auch noch mit einer Lobeshymne an seine über alles geliebte Heimat Puerto Rico, in dem auch das Video spielt. Damals überzeugte er weniger mit Heimatgefühl als mehr mit Tanzeinlagen wie in einer Popstars-Boyband. Pam, pam. Pam, pam, pam. Aber das alles war kein Masterplan, sondern einfach nur das Wichtigste. Spaß an guter, echter Musik. Let's just do another great, you know, pop, urban, Latin song. Aber so einfach kommt er mit seiner Boyband-Vergangenheit nicht davon. Früher hat er sogar mit einem Mitglied von NSYNC zusammen Lieder von Boyz II Men auf der Straße gesungen. And back then, this is like 90, I don't remember, but it was like Boyz II Men, you know, all the way, you know, it's like end of the road. So we would take like all the Boyz II Men songs and we'd learn them in four-part harmony. And the name, you guys are gonna die, the name was The Big Guys. Um ehrlich zu sein, finden wir ihn mit dieser Musik sogar noch besser. Heißes Urlaubsfeeling mit südamerikanischem Flair. Hey, hey, hey. Nummer 4, Katy Perry. Ja, das ist Katy Perry. Wenige wissen, dass die exzentrische Catherine Elizabeth Hudson einen strengen Pastor als Vater hatte. That is partially why I started singing, is, you know, to pop my own bubble, to get out of my own situation. Also nennt sie sich Katy Perry, um mit Popsongs die Welt zu verzücken und sich so auszuleben, wie sie es zu Hause nicht konnte. Allerdings möchte sie ihrer eigenen, wahren Persönlichkeit mehr Raum geben und für sich alleine bestimmen, wie sie sich zu verhalten oder auszusehen hat. People like talk about my hair, right? Yes. And they don't like it. I so badly want to be Catherine Hudson that I don't even want to look like Katy Perry anymore sometimes. Sometimes it's hard when people want you just to be like a time capsule of what you were. Ja, man kann ja nicht behaupten, dass das alles nur leichte Kost war. Und das hat möglicherweise den ein oder anderen doch aufgebracht. We make choices and those choices will have consequences. They'll have reactions. So keep calm, honey, I'ma stick around for more than a minute. I really can't control what they think. No. I never could, but I guess I can live my most authentic self. I just gotta be the most authentic person. Another one in the basket. Auf ihrem Weg, sich komplett zu akzeptieren, ist sie einen ganz wichtigen Schritt weitergekommen und lebt jetzt auch ihre verletzliche und menschliche Seite aus. Daran kann man sich nur ein Beispiel nehmen. So, Angels, what shall I learn now? Wenn ihr noch mehr über die Vergangenheit eurer Stars erfahren wollt, helft uns dabei, indem ihr uns abonniert und teilt. Oh, wow. Isn't that appropriate? Freedom to be who you are.